Der Geist des Herrn sagt, heiligt euch, denn sehr bald werde ich in eurer Mitte große Dinge tun. Heute in der Früh hatte ich einen prophetischen Traum, in dem ich sah, wie das Volk Gottes, Männer wie auch Frauen, ihre Häuser eifrig reinigen. Und auch erinnerte mich der Herr an eine Vision, die ich vor wenigen Jahren hatte. Und in dieser Vision sah ich einen Mann und eine Frau, wie sie vor dem Herrn knien. Und der Herr sonderte sie ab und sagte zu ihnen, sie sollen heilig leben. Wenn wir heilig leben wollen, dann müssen wir auch unseren Körper von jeder Sünde frei halten, denn unser Körper ist ein Tempel Gottes. Alle Bibelstellen, die der Herr mir zu diesem prophetischen Wort gegeben hat, stehen in enger Verbindung mit dem Jordanfluss. Der Durchzug durch den Jordan symbolisiert die Freiheit, die nach einer langen Zeit der Not und des Wartens kommt. Für das Volk Gottes ist es der Wendepunkt am Weg zur Freiheit. Das Wasser des Jordan repräsentiert Freiheit von Unterdrückung, es repräsentiert Befreiung und den Durchbruch. Im Neuen Testament kamen Menschen zum Jordanfluss, um ihre Sünden zu bekennen und sich taufen zu lassen. Als Vorbereitung auf diese Ereignisse würde ich euch empfehlen, zu fasten und auch euer Gebetsleben und das Lesen in der Heiligen Schrift zu intensivieren, denn der Herr sagt, heiligt euch, sehr bald werde ich in eurer Mitte große Dinge tun. Halleluja. Gott segne euch.